Und schön, dass ihr am Start seid, aus Köln, mit mir zusammen. Wir werden heute Urutsch Undercover testen, den besten Döner in Köln. Ich habe meinen Undercover-Agenten schon am Start, wir starten hier gleich im Video. Ich habe es im Gefühl, Leute, ich habe es im Gefühl. Irgendwo macht es keinen Sinn, was ich gleich sage, aber irgendwo auch schon. Was wollte ich denn überhaupt sagen jetzt, ey? Mann, ey, was soll ich denn überhaupt jetzt sagen nochmal, Mann? Irgendwie habe ich ein Gefühl, die Liebe, die er letztes Mal in den Döner gesteckt hat mit Kamera, weil ich ja auch schon mal da war und er mir überhaupt nicht aufgefallen ist als guter Döner. Er war für mich einfach ein random Döner in Köln. Habe ich irgendwie im Urin, dass er heute nicht performen wird. Wir gehen aber auch mit Kamera rein. Wir werden jetzt, ich glaube, ihr seht jetzt erstmal den Teil mit Kamera, wo ich mit Kamera reingehe und ganz normal bestelle. Und dann sehen wir auch noch den Teil ohne Kamera danach. So, jetzt gucken wir uns den Laden an. Ich habe gerade noch zufällig jemanden getroffen. Die haben wir jetzt auch den neuen Laden offen, weil die umgebaut hatten. Sehr interessant. Da ist der Kollege. Oha. Und ein Riesenspieß wieder am Start hier. Hallo, grüß dich, hi. Kleiner, entspannter Laden. Was heißt klein? Klein auch nicht. Ja, danke schön, danke schön. Ich sehe gerade hier fasziniert, ihr macht gerade frisch hier hinten auch schön nochmal Brot, die Maschine läuft. Für mich einen normalen Döner einfach. Alles drauf am besten. Hier ist unser Döner. Ich muss dazu eins sagen. Also erstmal, das ist ein richtig, richtig dicker Oschi. Ich hatte jetzt schon die Undercover-Variante. Die werdet ihr gleich erst sehen. Ich kann euch sagen, ich habe jetzt versucht, den Döner so auch zu bestellen, wie ich ihn Undercover bekommen habe, damit man den direkten Vergleich hat. Wo sie mich hier gefragt haben, sage ich euch jetzt schon mal, was sie den anderen nicht gefragt haben, der Undercover geholt hat. Mit dem Kraut drauf, mit der Zitrone drauf, mit der Pepperoni. Das habe ich jetzt einfach extra mit draufgenommen, weil er gefragt hat, soll er das mit draufnehmen? Habe ich mit draufgenommen, haben wir gleich bei Undercover-Variante nicht. Das ist so ein dicker Oschi. Was mich wundert, die haben ja mit Sicherheit die gleiche Rezeptur wie letztes Mal auch gehabt, als ich da war. Ich würde generell den Fleischgeschmack als gewöhnlicher als beim letzten Mal bezeichnen. Ich bin ehrlich mit euch, würde ich nicht wissen, dass der Selfmade ist. Wird jemand den Dönerspieß rausbringen, könnte ich nicht zu 100% sagen, ob der Selfmade ist oder nicht Selfmade. Und der ist es. Ich habe es gesehen in der Küche, er ist Selfmade. Wir haben so dick gemacht, dass sogar aufplatzt. Sehr brotig auch gerade. Der Chef hat mich extra auch noch mal gefragt, wie ich den Döner haben will. Der Chef war auch da. Hat gesagt, so wie letztes Mal, weil letztes Mal hat er mir den Special gemacht. Granatapfelsirup, Zitrone. Zitrone hatte ich jetzt hier auch, muss ich dazu sagen. Aber der hat da sein Special-Programm gefahren. Ich wollte diesmal ein Ergebnis für euch da draußen. Am Ende des Tages, die Döner, die sonst heftig bei mir performen, die sind ja auch nicht special. Die haben Fleisch, Tomaten, Zwiebeln. Also wir wollen hier nicht tausend Sachen Tamtam, sondern wir wollen ein allgemeines Ergebnis. Jetzt kam die Petersilie noch rein, du merkst die Zitrone. Also du hast ja schon einen wirklich vernünftigen Döner, einen wirklich guten Döner. Wundert euch nicht, ich werde jetzt mal nicht zu viel sagen. Wir gehen zum Undercover-Test, ich snack eben auf und dann kriegt ihr am Schluss mein Gesamtfazit. Ich sag euch wirklich, ich bin so viel jetzt gerade hier draußen bei der Kälte unterwegs, gestern, heute. Und ich war noch nie so kurz davor, ein Video abzubrechen, ehrlich. Nicht, weil ich keinen Bock habe, sondern weil meine Füße so scheiße kalt schon wieder sind. Ich weiß, Undercover kann immer so ewig dauern, jetzt hier jemand zu suchen, den mir das Ding rausholt. Oh, puh. Heute bin ich echt irgendwie eine Wie wollte ich gerade sagen. Heute bin ich irgendwie ein Weichei. Die Kälte macht mir zu schaffen. Hier vorne ist er. Rechts um die Ecke, wenn mich nicht alles täuscht. Ich check das nochmal unauffällig ab hier. Scheiße, ey. Ach Mann, ich muss mich in der Straße vertauscht haben, ich Hund. Was war in der Hütte? Scheiße, ey. Jetzt habe ich mein Handy nicht dabei, Mann. Ich habe mich eben im Auto noch gefragt, ob ich mein Handy mitnehme. Dann muss das da in der Straße sein. Scheiße ist das doch. Jetzt finde ich den Laden nicht. Ich drehe am Rad. Ich muss jetzt zum Auto und da nochmal hinfahren. Ich fiel mir ihn ab. Ich weiß nicht, wie viel Minusgrade es sind, aber keine Ahnung. Es ist sehr kalt. Ich kann meine Jacke wieder nicht anziehen. Ich brauche eine neue Jacke, die nicht diesen Krissel-Sound macht am Mikro. Oh Mann, ich drehe am. Ich laufe jetzt einfach. Ich laufe jetzt, wird mir warm. Das ist mir scheißegal. Ich laufe zum Auto. Jetzt denken die Leute wieder, ich muss. Scheiße, ey.
Chef? Oh, sorry, mein Lieber. Darf ich dich einmal was fragen? Hast du Lust, dir einen Zwanni zu verdienen auf die Schnelle? Du musst mir nur einen Döner rausholen bei dem Urutsch. Ich war da gerade. Warst du gerade da? Ist da auch so lang. Ehrlich, scheiße. Fuffi. Warum? Weil ich darf da, ich erkläre dir kurz, ich darf da nicht reingehen. Ich mache immer so Döner-Test, bewerte den Döner und die kennen mich. Und es ist immer im Umlauf, wenn ich mit Kamera komme, kriege ich natürlich Bonus. Die machen alles perfekt, wissen, das kommt im Internet. Deshalb brauche ich jemanden, der da reingeht und einen neutralen Test für mich an den Start bringt. Genau. Ja, willst du machen? Ja, kein Mal. Oh, geil. Ich habe gestern zwei Döner, ich bin jetzt 150 Euro schon los für drei Döner. Gestern hatte ich auch schon einen Undercover-Test. Ich warte hier an der Ecke einfach, ja? Dönerlamm komplett willst du? Wie hat der denn für mich immer gemacht? Scheiße, ey. Der war mit Soßen. Genau, kannst du eigentlich komplett einfach machen. Komplett für dich. Genau, komplett Döner und nicht einpacken. Das ist wichtig. Ja. Das ist wichtig. Auf die Hand, genau. Perfekt, danke, Brudi. Das muss ich verstecken. Scheiße, ich hab jedes Mal einen Undercover-Agenten am Start. Oh Mann, ey. Was wollte ich Ihnen jetzt nochmal sagen? Komplett macht er den Döner. Ja. Oh, scheiße, ey. Ja. Muss ich mal was gucken. Oh, hol ich nochmal mein Handy. Was hab ich vergessen? Boah, der Kollege müsste gleich da sein. Also ich glaube, Ahmed heißt der Besitzer da. Der hat schon sehr, sehr auf die Kacke gehauen beim Döner machen. Sehr überzeugt von seinem Produkt, was auch richtig ist. Und vor Kamera hat er auch performt. Wenn er jetzt ohne Kamera natürlich jetzt hier voll die Federn lässt, das wäre schon unschön. Video? Ja, Video. Bester Mann, er ist bester Rapper, ist er in Köln Rest. Very good, Köln. Kurz. Oh, das ist mein bester Mann schon. Oh, geil. Warte, kannst du einmal kurz noch festhalten? Ich mach mal, das ist Kalb ganz normal. Kalb ganz normal. Okay, geil. Danke dir, vielen Dank. Wie heißt du auf Social Media? Holle, kannst du Holle. Einfach nach Holle gucken, genau. Gut, grüß okay, dann ja, schönen Tag dir noch, danke dir, ne? Drüben ist noch viel besserer Stromkasten als der hier. Oh, ja, bin ich mal gespannt, wie viel Liebe da jetzt drin ist ohne Cam. Ihr habt es eben ja schon mit Cam gesehen, ich habe es noch gar nicht gesehen, was da jetzt los war. Und rein da. Wirklich gute scharfe Soße. Du schmeckst dieses Pulver daraus. Du schmeckst, diese Soße ist mit Chili-Pulver verfeinert. Die Schärfe kommt vom Pulver. Kommt aber geil, match super. Das Brot ist so ein typisches Baguette-Brot. Ich verwende oft den Vergleich. Ist ein Baguette mit allem, was ein Baguette hat. Inklusive auch dem Boden, der dann so ein bisschen verhärtet ist. Aber allerdings ist das Feeling von allen Seiten so, wie der Baguette-Boden. Geiler Röstmoment im Döner. Das ist der Moment, wo der Fleischspieß so richtig schwarz wird an ein paar Stellen. Das hast du in einem Standarddöner nicht. Wie man aber sieht, schon relativ viel Salat, wirklich relativ viel Salat. Und wie gesagt, ich habe jetzt den Teil mit Kamera noch nicht gedreht. Kann aktuell nur meinen letzten Besuch vergleichen. Und da war das ein Kunstwerk. Das waren einfach so viele Akzente, die gesetzt wurden. Ich meine auch Kräuter drin, frische Kräuter. Das war einfach schon wieder so eine Symphonie von Geschmäckern. Hier ist der Döner etwas plumper präsentiert, sage ich mal so. Sehr viel Soße, sehr viel Salat. Seht, wie das Fett und die Soßen hier aufgesaugt wurden. Potenziell ein super Königsbiss, wenn man ihn jetzt rein von der Optik betrachtet. Knallt mich jetzt aber auch nicht weg. Jetzt kommt aber gut. Jetzt seht ihr gleich die Bewertung von mir. Zusammen auch mit dem ersten Teil, den ich ja gleich erst erfahre, wie der ist. Dann gebe ich Gesamtfeedback. Aber erste Tendenz kann ich euch sagen, ein Kunstwerk wie letztes Mal ist es nicht mehr. So, zur Gesamtbewertung. Ihr habt gesehen, die zweite Variante vom Döner war viel, viel dicker. Also ich könnte wetten, wir haben da 30-40% mehr Gewicht gehabt. Der ist sogar aufgeplatzt, weil er so dick war. Das war krank. Aber ich sage euch, in beiden Fällen war das für mich ein gewöhnlicher Döner. Hätte ich nicht gewusst, dass das Selfmade ist, hätte ich es auch nicht gemerkt. War wirklich ein sehr gewöhnlicher Geschmack und ich fand komischerweise den mit Kamera auch nicht besser. Fleischverhältnis hat nicht mehr ganz gestimmt, denn das Brot war irgendwie auch nicht so geil wie undercover. Hatten aber das Upgrade mit der Zitrone, mit der Petersilie, hat gut geschmeckt und hat auch ein Upgrade gegeben. War trotzdem beides gewöhnliche Döner für mich. Ich würde bei beiden 8 von 10 Punkten geben. Sehr lecker, aber mehr auch nicht. So ist es, was soll ich machen? Ihr wisst, wie es läuft, ich muss immer ehrlich sein. Also da mit Holles Special-Programm, damals Granatapfel, Special hier, Special da, war schon deutlich besser. In dem Sinne, kurz und knackige Abmoderation. Ich danke euch fürs Zuschauen, lasst mir gerne den Daumen oben knallen, lasst mir einen Kommentar da und dann sage ich bis zum nächsten Mal.